Hallo YouTube, hallo Internet! Na, auch schon wach? Ah, ich brauche mal einen Kaffee. Musste gerade mal das Rad wechseln. Bleibt ja nichts erspart. Ein Kollege hat das Ding mit dem Platten hingestellt, aber naja. Kein Problem für uns. Habe ich gleich mal alle Reifen gewechselt. Komplett. So. Hilft aber nichts. Schicht fängt gleich an. Und wir sollen die Strecke 7 fahren. Und wenn wir 5 volle Sterne erwischen, dann haben wir eine Quest erfüllt und bekommen 25.000 extra. Außerdem stehen wir kurz vor Level 16. Das heißt, 25.000 könnten wir sehr gut gebrauchen, da wir uns ja den MAN-Gelenkbus kaufen wollen. So, ich mache mir hier ganz viel Licht an, damit uns alle sehen und viele Leute einsteigen. Und wir müssen... Okay, hier geht's los. Nicht so weit weg. Ja. So, der Kaffee wird auch mal besser. Warte mal, ich muss jetzt rechts rum. Mir war Armad überhaupt kein Schirm. Kein Schirm wie ohne Arme. Ja, ich weiß, die Witze waren auch schon besser, aber es ist halt, es ist früh. Ja? Es ist verdammt früh und da sitze ich normalerweise mit dem Kopf nach unten im Bus, wenn ich den Bus fahren würde. Und würde aufwachen, wenn ich aufsteigen muss. Da ist nichts mit Kommunikation am Morgen. Sondern wie das bei euch ist. Wenn eine Frau aufsteht, ist es ganz anders. Ne? Dann geht es gleich los und voll Action. Und hier, klar, als Mann bist du auch gleich unterwegs und hast... man braucht ein bisschen länger, bis man halt so in Gang kommt. Also bei mir ist es manchmal so. Gut, klar, wenn ich jetzt verpennt habe, was lange nicht passiert ist, dann, klar, dann bist du auch flott unterwegs. Ne? Dann heißt aufstehen, zack. Keine Zeit verlieren, darf nichts im Weg stehen. Und dann läuft die Automatik. So, jetzt müssen wir uns konzentrieren. Viele Gäste heute. Eine Fahrkarte bitte. Du warst so besoffen, also sonst immer, oder? Senior, 1,40. 1,50, 2, 4, 5. Vielen Dank. Kein Alkohol. Oh, hallo. Eine Fahrkarte bitte. Moin. Eine Einzelfahrt. 2,20 heute. Danke, mein Lieber. Jo. So, 5 Sterne, 5 Sterne, 5 Sterne. Guck mal, ich weiß nicht, ob das die Geschwindigkeit auch was damit zu tun hat, deswegen wollen wir kein Risiko eingehen. Südtiroler Straße. So, weiter geht's. Aktive Bremse ist drin. Kann nichts passieren, YouTube. Wir haben es fast geschafft, haben schon eine Haltestelle hinter uns. Ja, dieser Tempomat ist noch nicht ein bisschen doof, aber habe ich schon ein paar Mal erwähnt, ne, dass er dann einfach so voll in den roten Drehzahlbereich geht und nicht hochschaltet. Aber naja. So, hier ist nicht ganz so viel los. Südtiroler Straße. Hallo. Können Sie mir eine Fahrkarte verkaufen? Klar. 2,20. Bitte. Danke. Einen schönen Tag. Ja, dir auch. Komm nicht wieder. So, weiter geht's. Wir müssen auch besonders freundlich sein. Hallo? Ja, ja. Ich habe die Überweisung bereits. Ich friere.
Bitte unternehmen Sie etwas. Nächster Halt. Komm her, Kuschel. Ein Problem. Danke. Einen schönen Tag noch. Nee, aber okay, du bist ein Kerl. Nee, dann doch nicht. Dann mach ich doch die Heizung hoch, warte mal. Da lacht er mit. Ja, wie soll ich jetzt die Heizung, wenn ich in der Kurve fahre und... Nee, Moment. Ich kann auch nicht wieder alles auf einmal. Heizung. Ja, ich muss die Heizung... Ja, die Heizung. Kein Verständnis, die Leute am frühen Morgen. Wie fahre ich denn hier schon wieder? Wie ist das eigentlich, wenn jetzt die Heizung nicht dementsprechend anpasst? Ich muss gerade durchatmen. Wenn du jetzt die Heizung nicht dementsprechend anpasst, wo kommt der denn jetzt her? Ich bin mal schnell unterwegs. Wenn du die Heizung jetzt nicht anpasst, werden dann Punkte abgezogen? Keine Antwort? Ich würde mir wünschen, dass er so ein bisschen den Kopf mitbewegt. Ne? Also so in Fahrtrichtung. Das wäre cool. So, immer noch linken Moment 5 Sterne. Konzerthalle, Graben. Ich brauche bitte ein paar Fahrkarten. Ein paar, immer gern. Zweimal Einzelfahrt, 4,40 bitte. 4,50, 5. Vielen Dank. Bitte. So, weiter geht's. Gut in der Zeit. Also eigentlich, ich würde mir 5 Sterne geben. Oh. Nächster Halt. Neue Straße Ost. Ah, ein kleines Blink. So, fahren wir rüber oder nicht? Klar, da kommt keiner, oder? Das war jetzt aber... Risiko. Habt ihr mal das Quiz-Taxi gesehen? Das gab es mal irgendwie auf WDR oder so. Fand ich ganz witzig. Wenn du da eingestiegen bist, dann hat es irgendwie Blim gemacht und... Das noch durchgelassen. Neue Straße, schlechte Halteposition. Hallo, ich brauche nur eine Fahrt, wenn ich zum Training komme. Ich bin ausgerutscht und es tut etwas weh. 22. Anscheinend wird es schnell verheilen. Das hat auf jeden Fall der Arzt gesagt. Danke. Gut, einen schönen Tag. Ja, die auch. Mist. Schlecht gehalten, aber trotzdem 5 Punkte, oder? Mist. Nächster Halt. Freiheitsstraße West. Ja, Quiz-Taxi, dann musstest du halt Fragen beantworten. Und konntest dann auch Passanten fragen, ne, so Joker quasi. Und war immer ganz lustig. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Ich habe da mal zufällig reingeschaltet, das ist nicht bewusst. Aber wenn ich es dann mal gesehen habe, dann fand ich es recht unterhaltsam. Freiheitsstraße West. Die. Guten Tag. Hallo. Eine normale Einzelfahrt, bitte. Gerne. Danke, mein Lieber. Weiter geht's. Denn wir bauen einen neuen Bus. Level 16 wartet. Und hätte gerne die 25.000 für 5 Sterne. Wobei ich da jetzt gerade schon ein bisschen skeptisch bin. Nächster Halt. Kongress. Wegen dem. Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen.
Wegen dem Gelenkbus, ne? Könnte man die 25.000 gut gebrauchen, habe ich ja schon gesagt. Jetzt konzentrieren. Hab's ja nicht mehr weit. Hier ist noch irgendwas passiert. Bitte drücken Sie den Knopf für einen Haltewunsch erst, nachdem der nächste Halt angekündigt wurde. Genau. So. Alle kommen. Das ist nicht Bimse. Vielen Dank für Ihre Mitfahrt und ich hoffe, alle raus. Jetzt werde ich auf die 25.000 bekommen. Schon Eis. Kriegen jetzt ja nicht auch durch unter dem Schirm, oder? Ne, guck mal. Da können Sie LS noch was abschauen. Gut. Eingabe. Wenigstens Level 16. Ja, 5 Sterne, 5 Sterne, 5 Sterne. Und Level up. Gut verdient. Nicht geblitzt. Yes. Bam. Neue Firmengarage. Sehr schön. Gibt's neuen Kaffee. Neuen Fahrer. Neues Busmodell. Busmodell kennen wir schon. Das ist ja jetzt der Dingsens, ne? Immerhin. Lion City Gelenkbus. Kostenpunkt 300.000. Wir haben 192. Stimmt gar nicht. Wir haben 217. Ich hoffe, ein Gelenkbus erfüllt ansonsten. Fahre ihn auf eine schnellen Strecke für. Haben wir nicht die schnelle Strecke schon? Fahre ihn auf einer schnellen Strecke. Verbindet alle freigeschalteten Bezirke. Das haben wir doch gemacht. Das war dann diese Strecke, ne? Moment, wo haben wir gestartet? War das nicht die hier? Genau. Und jetzt 6 Haltestellen. Da könnte man eine wegnehmen. Dann wären wir bei 5 und dann wird das passen. Aber die Frage ist ja auch der Bus. Wann können wir uns denn leisten? Ist der jetzt schon drin? Ja, könnten wir kaufen. Dann so viel gehen wir ja gar nicht ins Minus. Ja. Dann würde ich die, den Bus mal kaufen. Ich weiß, wir gehen wieder ins Minus, ja. Aber das kriegen wir schon wieder rein. Wir brauchen 5 Strecken. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben sogar 6 Strecken. Ne? Aber ich würde jetzt auch keinen davon wegnehmen. Wir gucken nochmal nach dem Verdienst. 9000. Da kommt gerade nichts rein. Okay. Wir müssten jetzt ohnehin noch einen Fahrer einstellen, bevor ich es vergesse. Um die Frauenquote hochzuhalten, nehmen wir mal was Blondes. Und die hatten wir ja schon. Mist. Jetzt habe ich die Zwillingsschwester eingestellt. Alexandra Mountner. Komm, das ist die Zwillingsschwester. Die heißt natürlich dann auch Hapanen. Was ist doof, ne? Wenn wir ja, nix Verbindungspunkt. Jetzt hör mal auf. Hey. Hallo. Okay, ihr seht schon, das macht so keinen Sinn. Wir müssen also beim nächsten Mal weitermachen, den Bus dann Werbung zu machen, dann später.
Und Streckenaufteilung kümmern wir uns dann beim nächsten Mal drum, bevor wir dann starten. Und da muss ich ja nochmal gucken, was machen wir wie, wo. Und ja, bin gespannt auf den MAN auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr auch. YouTube, macht's gut und danke fürs Feedback und einen schönen Start in den Tag. Ciao.